Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Waldmeistern, meine lieben Freunde. Es geht weiter hier mit The Forest an meiner Seite. Natürlich der gute Zwiebelpeter, hallo. Grüß dich, grüß euch. Und der liebe Mene ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo, Mene. Moin, moin. Sind die jetzt hier dried? Zwiebel. Boah, das war aber ein bisschen risky, ey. Ich lege jetzt einen Fisch ins Feuer, das ist meiner. Ja, ja, mach mal. So, ich gucke jetzt mal, ob ich... sehe. Das ist so dunkel hier, kannst du nicht mal fischen, weißt du? Ein Leckersche, ein schönes Leckersche hier. Ein schöner Fisch am Morgen hier. Vertreibt Kummer und Kater. Hä? Wo? Da ist Sonne und da... Gesoffen okay. Haben wir gestern! Gesoffen! Hast du gerade irgendwas getrunken, was du nicht getrunken ja. Wolltest? Ja, ja. Da ist ein Fisch. Und die Pilze essen? Alter, Junge, mach doch mal den Fisch da weg. Pilze kann man essen. Das ist ein A. Oh, hier ist wieder einer, der mich hier anguckt. Oh, zwei. Oh, drei. Oh, vier. Ich komm mal zurück zur Basis. Wo bist du denn? Ich komm auch. Genau neben dir bin ich. Ach da, kommen sie schon angetüdelt. Ja, lass sie kommen. Die Fallen sind aufgestellt. Ich hab keine Sticks. Der Top Wasser auf dem Feuer ist Moine. Alter, jetzt nicht, kommen sie aber hier richtig. Kann man an. Die nicht anpflanzen? Komm her, bam! Du Mongo, ey. Ich hab auch keinen Stick. Und noch einer und tot. Noch einer. Wie fallen die so scheiße? Mega einfach. Puh, Zwiebel rennt raus. Attacke! Ausbruch. Wir brauchen Sticks. Sticks and Stones. Gonna break your bones. Yep. Oh, scheiße. Man kann die mal umkippen, ich hab die jetzt 15 mal gehittet. Aber die hat ja eine Rüstung an. Ah, fuck, ey. Hast daneben geworfen, Zwiebel? Ja, leicht. Boah, Brilli, Jump! Draufgesprungen, ey! Ich fress dich, du Kannibale, hat er sich gedacht. Ja, war geil, ey. Ich hab dir mal schön Scheide gezogen, den Boden, ey. Der ist down! Aua! So, Sticks. Ganz viele Sticks brauchen wir für die Fallen. Fische. Da das auch noch. So. Man kann halt nur so wenig Sticks tragen, das nervt ein bisschen. Ja, das ist scheiße, auf jeden Fall. Weißt du, kannst zwei so Riesen... Ah, den habe ich erwischt, den Fisch. Den auch. Zwei so riesen Holzdinger tragen, aber nur ja, zwei. Ja, aber nur drei Sticks, ja. Nur so ein paar Ästchen, ja. So, schau. Drei Fische. Ich bin pass auf! War ja ganz schnell Zwiebel. Lebt immer noch? Ja, du, der ist da eben aus dem Wasser gejumpt irgendwie. Aus dem Busch gejumpt. Ich nehme den mal mit aufs Feuer. Mach mal. Wenn müssen die mal alle verbrennen Feuer. Hier, ne? Ja, nu, dann trink doch mal dein scheiß Wasser da. Ja, dass ja, du den immer aufs her. Feuer stellen musst. Das sollte man einfach zwei Feuerstellen machen. Eins zu Wasser, eins zu Essen. Ja. Premium-Idee. So, ich baue nochmal die Fallen wieder auf. Ja. Ich baue mal die Hasenfallen hier auf. Hier hängt ein trockener Fisch, glaube ich. Falls jemand noch was Hunger hat. Und ich hänge jetzt auch mal die Scheiße hier auf. Die kann man auch essen. Was denn? Mag zwar nicht jeder... Aber es geht genauso. Was meinst du denn? Na. Köpfe, Arme. Boah. Ha! Was ist? Ich hab die Möwe im Flug erwischt. Hatten wir eine Möwe im Flug? Das war das, deswegen hat der Flug nicht mehr so gut. Boah. Entschuldigung, was gibt denn das? Gesundheit. Raw Small Meat. Ja, jetzt brauchen wir wirklich mehrere Feuerstellen. Ist das hier eigentlich auch so ein Let's Sleep-Format? Garantiert. Nee. Sind denn diese Kochstellen? Ich muss mich hier immer durchklicken, das dauert immer ewig, ey. Oh Mann, Mene! Ich hab Zwiebel! Gar nichts gemacht. Was willst du denn? Was machst du denn? Der löst dir die Fallen aus, der doof. Er hat halt nicht funktioniert. Bleib mal ruhig.
Dann mache ich es extra so, dass man ihn nicht mehr aus. Versuche er trotzdem drüber zu jumpen. Pirate. Ja, natürlich. Hasse diesen Jungen. Ah, der Typ, ey. Zwei Steine. Ich baue mal noch so ein Drying Rack, ja? Ja. Ich habe noch ein zweites Fire Pit gebaut. Wie besprochen. Wie besprochen. So, hier ist noch ein Rack. Kommt das jetzt noch drauf? Ein paar Beine und Arme dran. So. Irgendwo, genau. C. So. So, irgendwie kochen. Ich glaube, ich gehe mal gerade auf das Schiff. Ich brauch. Nee, komm doch mal her, da kannst du aufladen hier. Ja, okay, dann komm ich. Aufladen? Was aufladen? Na hier. Haben wir noch. Ja, komm mal hoch. Wie komm mal hoch? Hier kugeln sie schon den Berg runter, die Dinger. Der hat Kugeln gesagt. Huch. Und jetzt haben wir nicht überall so Querstreben drin. Ja, sicher, dass das jetzt nicht mehr funktioniert? Ja, ja, kannst du gerne nochmal probieren. Aber es zeigt es nicht mehr an. Wann zeigt denn das überhaupt an? Wenn die noch im Rohbau sind. Hier zeigt das überall aber auch nicht mehr an. Hier zeigt das an. Ja, ansonsten schlagen wir da halt nochmal welche raus, würde ich mal sagen, oder? Alles neu machen. Nein, nicht alles neu, aber einfach nur ein paar rausschlagen. C. Ich vergesse immer, dass ich C drücken. So. Jetzt noch mehr Sticks. Aha. So, dann hauen wir mal hier welche rein. Zit. Schieb, schieb, schieb. Lass los. So. Was muss ich drücken? Geh. So. Blub, blub. Eins. So, und dann wollten wir ja, dass wir was sehen. Okay, wir hatten die jetzt davor gebaut. Davor macht doch keinen Sinn. Weiß nicht, wo ich den gebaut habe. Davor. Kann man das aussuchen oder was? Weiß nicht. Ja, scheißegal. Wenn du es von innen, wenn du es von innen baust, sind sie draußen und wenn du es von draußen baust, sind sie innen vielleicht. Aber ist das nicht scheißegal, wo die sind? Naja, von außen könntest du sie wegkloppen und dann ist der Zaun wieder hin. So schlau sind sie nur auch nicht. Ich glaube, das ist eine Struktur dann. Ich glaube nicht, dass das Programmierer zwei Strukturen haben. Also wer Bäume so präzise fallen lassen kann, ja, in seinem Spiel, der macht das garantiert. So. Ach, ihr lieben Forest-Entwickler, echt. Ist ein ganz gutes Spiel, aber wenn ihr mal ein gutes Beispiel am guten Spiel nehmen wollt, dann guckt mal die Entwickler von RimWorld an. So macht man das. Nur grafisch ein bisschen anders. Besser. Wahrscheinlich. Ihr solltet auf jeden Fall immer Sticks mitbringen, ne? Weil ja, der Teich ist leer gefischt. Okay. Ja, was hat das mit das Sticks zu tun? Ihr müsst Sticks mitbringen, der Teich ist leer gefischt. Da gibt's ja, damit die Hasenfallen aufgebaut werden können. Ja. Der Teich, der wird immer wieder voll gemacht. Der war schon 100-mal leer. Ups. Ich wollte jetzt nicht das über ja, deine Toilettengänge informiert werden. Das ist ja hier kein Biologie, kein biologisch nicht korrektes Spiel. Was ist denn in unserem Zaun da eigentlich für eine Welle drin? Das ist ja, das ist durch, das sind diese Erddinger. Ja. Wo ist der Wagen? Also hier liegen auch noch ganz viele Flocks. Alter, ich fahre schon dauernd mit der Karre hier in der Gegend rum. Nee, du fährst gegen Steine. Auf der nächste. Bester Typ. Ach, wisst ihr, was das mit dem R ist? Guck mal, es ist ein Tor. Ah. Tor. Na, hätten wir das mal vorher gewusst. Ah. Wie macht man das auf und zu? Ah ja, okay. Okay, dann ist jetzt hier offiziell der Eingang. Sicher nicht. Dann lass uns das jetzt aber nicht nochmal überall machen. Na doch, das machen wir einfach. Habt ihr Ding und dann fertig. Hey, Brilli, schieb du mal, ich hack ein bisschen Holz. Da liegt noch massig. Ja, macht ja nichts.
Also lassen wir das Tor da jetzt trotzdem, oder ist es... Ja, ist doch egal. Ist der nächste Weg zum Reinkommen, ja. Ist halt die Frage, ob die das als Sollbruchstelle sehen, dieses Tor, aber ich hoffe nicht. So intelligent werden sie nicht sein. Aber wer hat es denn aufgemacht schon wieder? Kann mal jemand anders fahren? Gerade geladen hier. Wir müssen auch nur noch 9. Dann sind wir durch mit der Dings. Ich kann ja, ich gehe schon mal gucken, ob ich ein Haus planen kann. Naja, das brauchen wir doch so oder so noch mehr Holz. Geht ja, das Tor jetzt nicht zu? Wie geht das auf und zu? Mit was? Klicken? Mit E. Also mir hat er E angezeigt. Bei mir zeigt er nichts. Ah, hier. Jetzt ist zu. Ah ja. Das ist Ding. Ja. Aber hier fehlt doch noch ein Loch. Wir haben jetzt 2 Tore nebeneinander. Ja, ja, wir haben 2 Tore nebeneinander gebaut. Ja, reißt das doch einmal ab. Oh. Und die ganzen Stämme? Ja, komm, die bringe ich ja gerade runter ein bisschen ins Tal. Warte mal, hier kommt ein drittes Tor. Oder was? Nee, das ist auch nur 1, oder? Hm? Warte, jetzt muss ich hier erstmal einen neuen Defensive-Zaun hinmachen. So, mein Lieber. Mann, der jetzt schon wieder. Da hinten ist eine Lücke. Aber Buildings? Ja. Holz, wo ist denn dieser blöde Scheißzaun jetzt gewesen? Was machst du denn da? Kann ich die Lücke hier zumachen oder nicht? Ja, ja. Alles, was da noch zu bauen ist, glaube ich, kann man zumachen. Okay. Sei denn, ihr habt da noch irgendwas Gormisches gemacht. Nee, nee. Alter, wo ist denn diese beschissene Defensive Wall gewesen? Jetzt dumm oder was? Ja, mei, du siehst heute so. Custom Building, Custom Stairs, Basic Wall. Ja, das ist auch ein Tor. Das ist halt nur ein halbes Tor. Sehr okay, geil. Also, ey, das ist aber interessant. Da, Defensive Wall, okay. So, bau hin. Ja, ja, ja. Mäuschen. Ja, es ist nicht so einfach, den hier anzuklatteln. So. Ist das jetzt hier ein halbes Tor oder was? Ja. Das ist nicht die dümmste. Guck mal, da unten können sie durchkriechen hier. Ja, aber echt. Rilly, deine Spaltmaße lassen. Ja, das sag ich ja, ist nicht so einfach. Aber ein gesoffen. Durch. So, wir brauchen jetzt auch nicht so ein Riesenhaus wie letztes Mal, würde ich sagen. So, pass oder? Auf, Rilly, geht es nee, hier noch einen weiter nicht. Raus? Was? Geht es hier noch einen weiter nach links ins Wasser raus oder nicht mehr? Ich hab's nicht ausprobiert. Weil hier, wie gesagt, da kannst du ja einmal so bis zu nass, bis in die Knie, mehr nicht. Ja, aber da müssen wir ja erstmal ausprobieren, ob die das überhaupt machen. Okay. Ja, und vor allen Dingen das Tor immer hinter sich schließen, oder? Du kriegst ja Angst, wenn das da auf dich zukommt. Scheiß Möwe. Södele. Mal ein bisschen was essen. Kann natürlich sein, dass jetzt hier, wo keine Bäume mehr sind, auch nicht viele Hasen hinkommen. Raw Leg spoiled. Ne, das ist spoiled. Das mag ich jetzt nicht mehr. Ne, das kannst du entsorgen. Guck mal, das ist schon ganz grün. Uax. Oh, der Prilli baut ein riesen Konstrukt, so wie der hier rumläuft. Also die Foundation, die braucht wahrscheinlich schon Milliarden Loks. Ja, ja, da wo du schon wieder rumläufst, das wird ja, das geht um die halbe Welt, das Haus. Kann der mal einrasten? Rastet der nicht? Ich kann mal ausrasten, ja. Ja, das macht kein Brilli besser. Manchmal rastet der eine, manchmal nicht, ich versteh's nicht. Wer, hier ist jetzt eingerastet. Was baust du denn jetzt da unten? Ja, warte mal. Hab ich doch gesagt. Das wird das Haus. Die Foundation. Ich bin die Arbeitberaterin. Hieß das nicht damals bei Knight Rider so? War das nicht die Foundation? Nee. Das war die Foundation, ja. Ja, ne? Wenn ich hier stehe, hier, müsste es doch eigentlich, wenn ich dann hier... Vor allen Dingen haben wir für unseren Zaun, wir sind zu dritt und wir haben für unseren Zaun die halbe Insel abgeholzt, ey. Ich versuche jetzt mal auf die Insel da drüben zu kommen.
Da ist einer bei uns in der Basis. Ey, wie kommt denn die da rein? So, wir brauchen ein paar Loks wieder. 205. Ja, geh mal einen Schritt zurück, Süße. Dann macht's klack. Das wird ja eine mega krasse Strandvilla einfach, Leute. Komm her, Süße, komm. Komm mal her, Schnecki. Dann macht's klack und du bist tot. So, ich guck mir mal die Insel hier an. Ich hab wieder keine Sticks, um die Fallen neu auszu... Ja, ganz schön raue See hier. Und ganz schön weit, ey. Ha, jetzt ist er reingerannt in die Falle. Boah, wie weit man laufen muss, um so ein paar Sticks zu sammeln. Kann man die nicht anpflanzen? Sticks? Keine Ahnung. Ja. Schon geil, wenn man Sticks und Bäume und sowas anpflanzen könnte. Ja, Treesaps gibt's. Die hab ich in meinem Inventar. Ich hab, glaube ich, auch ein paar Treesaps, ja. Stimmt, die müsste man doch eigentlich anpflanzen können, oder? Ja, in diesen Beeten wahrscheinlich. Ach so. Also diese, man kann auf jeden Fall damit Sachen craften. Du hast schon die Fallen neu gemacht, okay. Ach so, stimmt, damit konnte man noch irgendwas verbessern, weil die Axt genau. Oder so. Ja, irgendwie ging das, genau. Aber kann man das Tor nicht aufmachen, während man diesen Karren fährt? Vor allen Dingen laufen die immer um deine Fallen drumherum, leider, Rilly. Nee. Da müssen wir noch irgendwie was konstruieren, damit die dann nicht immer außen rum rennen. Die sind in der Basis drin. Hey, der Weg zu der Insel ist weiter, als man so denkt, möchte ich mal anmerken, ja. Ach, du schwimmst immer noch rüber? Ja, ja. Boah, Alter, das ist deine Foundation hier am Start. Krasses Teil. Krasses Teil, ey. Die halbe Insel wird das Haus, ey. Ja, wir müssen erstmal irgendwie für Sicherheit sorgen. Das nicht so groß bauen. Nix da. Genau. Wenn dann so, richtig. Ich bin angekommen. Die rennen um deine Fallen drumherum. Wir müssen irgendwas tun. Nee, ja, ich baue die bald anders. Cool. Aber jetzt müssen wir erstmal die Foundation bauen. Ich bin angekommen auf der Insel und hier gibt es genau nichts. Sehr gut. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nicht mal Effigies. Hier gibt's nichts. Aber einen schönen Ausblick. Hinten nehme ich jetzt von. Ich gucke jetzt auf euch quasi. Ja, und links davon sieht man das ziemlich massive und imposante Gebirge aufragen. Ja. Sieht nicht schlecht aus, aber ich komme jetzt mal wieder zurück. Hier gibt es nicht mehr irgendwelche toten Fische an Land. Hier gibt es nix. Die nehmen uns hier unsere Basis auseinander, Freunde. Ne? Ich komme jetzt mal. Nichts gibt's hier. Nichts. So, ich schwimme zurück. Ich komme. 10 Minuten bin ich da. Verbrennen sie schon einen nach dem anderen, aber es werden immer mehr. Ach, ja, du hast sie halt auch an den Fallen vorbeigelotst. Ja, ja, genau. An dem Weil ich ja auch, ich hab die Fallen schon dreimal wieder aufgebaut mit meinen ganzen Sticks hier. So, wo ist denn noch einer? Ich hab gerade hier drin einen nochmal gekillt. Bam, 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 bam. Hab ich getroffen? Nee. Kannst du die Knochen aufheben, falls du noch Stoff hast, Brilli? Kannst du ja Knochen rüsten. Kannst du eine Rüstung bauen, genau. Rüstung, was da für Noobs. Pass mal, wir kriegen bestimmt richtig Stress mit denen. Wegen dem heiligen Wunder von denen. Boah, du bist ja in die Falle gelaufen, Alter. Hab ich noch gesehen. Ich hab's gemacht wie die Typen. Bin einfach drum rumgelaufen. Dazu nichts mehr. Was hatten wir denn in der letzten Folge eigentlich außenrum? Da waren so eine Pika, oder? Wie so eine Panzersperren, eben nur aus Holz, oder? Ja, die Pika, die sind ja extra, die können wir auch noch bauen. Ja, ja, aber ich meine, die sahen ja aus wie ein halber Baumstamm. Also da spießt sich ja nur wirklich keiner auf. Keine Ahnung, ob die was gebracht haben oder nicht. Letztlich waren die eben immer bei uns drin. Weil wir einfach von überall die ganze Zeit angegriffen. Ja gut, da kamen ja auch hier die dicken Viecher immer an, ne? Ja. Da Die gab's auch noch. Mit ihren 4 Beinen oder 3 Beinen, was das da war. Oh.
So, ich bin dann gleich wieder an Land. Hoffe ich. Sehr gut. Eine Arbeitskraft mehr. Ja. Schade, auf der Insel hätten sie wirklich irgendwas platzieren können. Keine Ahnung. Naja, genau für solche Deppen wie du. Ja, eben. Coming, ein Schild, wo drauf steht Coming Soon vielleicht. Ja, oder so, genau. Oder Guybrush Threepwood liegt hier oder was, keine Ahnung. Du kannst mal das Tor aufmachen. Ja, wenn ich aus dem Wasser raus bin, schon, ja. Ist auch schön, es baut sich jetzt hier gerade so schichtweise deine Dings auf, deine Foundation. Sieht größer aus, als sie wirklich ist. Ich glaube nicht. Also im Endeffekt können die ja auch einfach da drüber über den Zaun Steine schmeißen. Ah, interessant. Der baut zuerst oben auf und nicht unten. Ja, ja, das ist hier physikalisch vollkommen. Das ist physikalisch 1A. Muss man sagen. Ich würde mal sagen, wir bauen hier auch noch so was hin. Wird schon wieder düster hier. Ja. Mach schon draußen das Feuer an. So. Gucken, ob in den Fallen was passiert. Das ist unser Lagerfeuer aus. Ein paar Blätter rein tun. So, brauchen wir noch hier. Obligats, mal an das Ding. Alter, hier siehst du aber wirklich überhaupt nicht, ey. Also, unser Lager ist jetzt erhellt. Ich habe überall. Ist das hier, liebe Zuschauer, immer noch die erste Aufnahmesession. Und wenn jetzt schon wieder Kommentare kamen, ihr macht ja überhaupt keinen Progress. Ey, wir spielen das Spiel, wie wir das wollen, ja. Meine Güte, ey. Das sagt Brilli ausgerechnet er, ja. Der, sagt, der ist schon von Kommentaren genervt, von denen er gar nicht weiß, ob sie wirklich spielen. Ah ja, ich weiß aber noch von letztem Mal. Wir spielen das falsch. Was macht ihr denn da? Ja, ist bla, ja richtig bla, bla. So. Nee, es ist falsch, weil es geht doch primär darum, nicht, ihr kennt ja das Spiel dann offensichtlich schon, dann geht es euch doch primär darum, wie wir das Spiel spielen und dass ihr uns quasi zuguckt. Ja, ich meine, es würden vielleicht noch mehr Leute zugucken, wenn du nicht mal so ein Ausraster-Egoman-Arsch wärst, weißt du? Leute, da wird überhaupt keiner mehr zugucken. Na doch, das ist es ja. Das erfolgreichste TV-Format, da sind dann nur Ausraster und Egomanen. Und das heißt Dschungelcamp. Das denken, warum? Normalerweise bin ich ja überhaupt nicht so. Aber ich muss das halt hier spielen, damit noch ein paar Leute zugucken. Dschungelcamp, ja, oh, das war toll dieses Jahr. Ja, wunderbar. War prima, echt. Wo ist denn das scheiß Wasser? Oh, oh, ich hau ab. Ich hab keinen Bock, hier denen im Dunkeln zu begegnen. Wir haben diese Rezepte entfernt. Das kotzt mich an. Wie soll ich denn jetzt hier rausfinden? Ich glaube, ich habe Besuch dabei. Ich glaube auch. Ja, da stehen sie schon. Aha. Einer ist schon wieder ad acta. Kommt der nächste? Oh. Komm, geht durch die Falle, Junge. Ah, guck mal hier, was ist denn das? Geil. Die sind drin. Wie ist der über die Falle gekommen? Ein Quatsch! Die müssen doch ausgelöst werden. Aha, jetzt. Hast du? Geil, ich habe einen Zahnstock gebaut. Ein Stock mit Zähnen von den Typen dran. Nice. Brilli, naja. Du hast den Zaun da gerade kaputt gemacht. Ja. Kann man ja reparieren, muss ich mal Repair Tool bauen. Das Krasse ist mit einem Schlag, ja. Wo ist das schon, Repair Tool nochmal? Ist ja schon mächtig schief. Was nochmal, wo ist nochmal das Repair Tool, Alter? Keine Ahnung. Oh, shit. Bam. Könnte man das so bauen? Nee, das stand doch irgendwo. Ach, Junge. Ah. Idiot. Knurrt mich an hier. Und der nächste. Flunk. Ah, da soll nochmal einer was gegen meine Fallen sagen. Was schön mit Taschenlampe. Komm, ich hol den Bruder gleich ab hier. Wo stand nochmal, wie das Repair-Tool ging?
Gute Frage. Das war Stein, Stoff. Oh Gott, ey. Ich hab Hunger. Die riechen so lecker, die Typen, meinst du? Stein, Stoff, Tricep. Dein normaler Stein. Ein Stoff. Tricep? Was? Nein. Doch, doch, doch. Du musstest irgendwie den Stein mit einem Stock und dem Stoff zusammenknoten oder so. Oder Seil. Kann es sein, dass man dann Seil brauchte? Das kann sein. Seil plus Stein plus Stock, glaube ich. Belief, okay. Ich habe halt Stoffmangel. Ich kann keine Seile machen. Was kann man denn mit dem Schädel eigentlich machen? Leute, lass mal pennen gehen. Die Folge ist zu Ende. Ja, okay. Wo willst du denn hingehen, Penn? Ja, das sollten wir vielleicht mal schnell bauen. So bau eher. Geraten. Sticks fehlen? Ja. Ja, wie immer. Klo? Ah, Kollege. Aber hier ist der Vogel. Och Junge, ernsthaft? Jetzt habe ich dieses... Ah, Mist, jetzt habe ich ein Feuer von uns kaputt. Scheiße. Vogel fangen wollte. Achso, das sind die Zähne, die Zahnachse, die du da drin hast jetzt, ja? Ja, ich ja, genau. Ich noch jemanden mit Sticks holen, weil alleine reicht's nicht. Ja, ist ja gut. Mhm. Ich glaube, ich muss dann hier auch mal die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. So, der ist jetzt nah. Na, 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 na. Die hätten dann ah, nicht schönes Häuser. Kommen nämlich die nächsten Leute. Wasser. Da kommen die nächsten. Boah, hat lass mal schnell pennen. Fertig. Speicher mal. Bin drin. Ich noch nicht. Ich muss auch erstmal schnell, glaube ich, nochmal. Oh, los. Die hauen uns schon. Wo kamen die her? Die kamen von hinten. Ha, mit euren eigenen Zähnen hau ich euch. Wie sind die hier reingekommen? Die sind, kamen von hinten. Von hinten? Okay. Da schmeißt du mir den hier einfach mal vor die Füße hier. Warum? Okay. Achso, das ist auch drin. Da ist jemand in die Falle gegangen im wahrsten Sinne. Ja. Nee, der hat die ausgelöst, aber ist nicht drin gelandet. Ich hab auch keinen Stick, um die Schweinehund zu reparieren. Ich muss mal ganz dringend was trinken, weil sonst bin ich mir nicht sicher, ob ich die Nacht überlebe. Und dann kann ich die Falle wieder aufbauen. Ich habe nämlich noch Sticks dabei. Ist schon. Brilli hat die aufgebaut. Ah, okay. Lass mal versuchen zu pennen. Ja. Okay. Speichern. Und pennen. Bubu machen. Geht bestimmt nicht, weil er zu nah ist, oder? Doch, hat geklappt. Na gut, liebe Leute, dann bedanken wir uns dafür, dass ihr zugeschaut habt und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer samstags hier bei den Waldmeistern. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.